Good morning, guys. How are you? Wie geht's euch? Sehr gut. Kennt ihr noch andere deutsche Wörter? Entschuldigung, mein Name ist Anthony. All right. What's up? Mein Name ist Duncan, ich bin 14. You're 40? When I was at school. Okay. Are you good in sports? Seid ihr denn sehr sportlich? Eigentlich nur beim Football. And ice skating? Und beim Eislaufen? Ja, nicht wirklich. Ich habe seit 10 Jahren nicht mehr gemacht und bin da ein wenig ängstlich. Echt? Vor 10 Jahren das letzte Mal? Ich bin damals ordentlich hingefallen. Das tat so weh, dass ich keine Lust mehr hatte, das zu machen. Und hast du heute auch Angst? Ja, schon. Versuchst du es denn nochmal? Ja klar, ich komme mit. Ich werde dich auch an die Hand nehmen. Kannst du denn ganz gut Schlittschuh laufen? Ja, ich liebe es. Ich mag auch Surfen, Skifahren, alles Sportliche eigentlich. Früher bin ich 6 Jahre lang Schlittschuh gelaufen. Das ist auch fast wie Rollerskating. Bei solchen Sportarten war ich immer schon ganz gut. Kannst du denn auch rückwärts fahren? Ein kleines bisschen. Wie sieht's aus mit Pirouetten? Nein, die kann ich nicht wirklich, aber das wirst du mir sicher beibringen. Oh, nee, kann ich selber nicht. Wie bist du denn so beim Schlittschuhfahren? Wie bitte? Ja, flirtest du da gerade mit den Kindern rum? Ich hab nur ein wenig rumgealbert. Und du, kannst du Schlittschuh fahren? Ich glaube, ich bin ganz okay. Ich kann sogar ein wenig rückwärts fahren. Wirklich? Ja, soll ich's dir zeigen? Ja, das würde ich wirklich gerne mal sehen. Also, dann lass uns doch aufs Eis gehen. Du willst jetzt aufs Eis gehen? Ich glaube, ich brauche vorher noch ein wenig Übung. Es ist doch einige Jahre her, dass ich auf dem Eis war, aber ich werde einen Versuch starten, ja. So, I'm finding it quite difficult to get into it, but I'm gonna give it a go. Okay, dann lass uns doch mal sehen, wie gut ihr alle seid. Los geht's. Mit Elton John. Und wie das Ganze kam, das klären wir jetzt. So, how are you getting connected with Elton John? With Sir Elton John? Die Idee hatte ich. Why Elton John? Und warum gerade Elton John? Ich denke, er hat uns von Anfang an immer irgendwie sehr stark beeinflusst. Ist er denn so eine Art Vorbild für euch? Auf jeden Fall. Er war immer schon irgendwie ein Teil unseres Lebens und er ist ein großer Star. Sogar meine Mutter hat ihn schon immer gemocht. I think my mother loved him. I knew who he was. I liked him as well. I liked Which song he liked most? Welches seiner Stücke war denn dein Lieblingssong? I'm Still Standing, und den erinnere ich mich noch, als ich ein kleiner Junge war. So, und wie ging dann die Geschichte weiter? Ich saß in einer Bar mit jemandem von unserer Plattenfirma. Den schlug ich vor, einfach mal den Song Sorry Seems to be the Hardest Word zu singen. Sie überlegten kurz und sagten schließlich, ja. Dann haben wir ihn aufgenommen, ihn Elton vorgespielt, dem gefiel es und dann haben wir einfach das Video dazu gemacht. I went and demoed it. The lads liked it. They went and demoed it. Elton John liked it. He went and demoed it. And then he done the video. So you actually choose. Also hast du letztendlich den Song ausgesucht? Genau, ja. Warum dieser? Er ist einfach wunderschön. Ja, das stimmt absolut. Aber Elton hat ja sehr viele schöne Songs gemacht. Ja, aber das ist ein sehr spezieller, schöner Song. That's why I thought it. Because it was always one of my favorite, really, like. And how is he? How is Elton John? How is it work to with him? How is he in the studio? Wie ist Elton John denn so? Wie ist es mit ihm zu arbeiten? Ist er ein Perfektionist? Er ist sehr professionell. Immerhin seit über 30 Jahren im Musikgeschäft. Er weiß genau, was er tut. Er redet nicht um den heißen Brei herum, sondern sagt immer, was er will. Das ist sehr gut. Ich dachte auch immer, dass er Boy George mag. Aber das tut er überhaupt nicht. Der ist nämlich ein ziemlich großes... Okay, das wollen wir jetzt nicht weiter auslegen. Hat er denn irgendwelche speziellen Eigenschaften? Verratet mir doch mal einfach die Geheimnisse von Elton John. Tell me the secrets of Elton John. He likes flowers. Er mag gerne viele Blumen. Welche? Weiß ich nicht genau. Hauptsache, sie riechen gut. Was mag er sonst noch so? Ja, er mag Bilder und die Kunst. Außerdem steht er auf Brillen. Ja, stimmt. Er hat ein absolutes Faible für Brillen. Und er steht auf Versace. Und was mögt ihr so? I like Gucci. I like anything. Prada. I like D&G, Dolce & Gabbana. Yeah, I like that. And you like football. Und du magst Football. Ja, genau. Ich mag aber auch Dolce & Gabbana und Prada. D&G, really. Prada. Not George.
Ja, und auf George Michael stehst du auch. George Esther. So, and you shoot so, the video wo habt ihr denn das Video gedreht? Das war in einem Studio in London. Wir haben ja nur mit den Farben schwarz-weiß gearbeitet. Warum ähnelt es denn so dem Original? Wir wollten das ganze Stück nicht zu sehr verändern. Wir haben ja am Gesang einiges verändert. Da wollten wir das Video wenigstens so originalgetreu wie möglich halten, weißt du? Wir haben den Song geändert, wir haben es anders gesungen, aber wir wollen das gleiche Thema. Let's watch gut, it. Dann schauen wir uns das doch jetzt mal an. Yeah, man, let's watch yeah, it. Let's Sorry seems to be the hardest word. Don't move, don't change the dial. We'll be back. It's right. I saw we clap. I saw we clap. I saw we clap. I saw we clap. Woo! All right, so... Show me some tricks. So, zeig mir mal ein paar Tricks. Who's able to show me some? You can do it. We'll go back. Let's all go back. Wir fahren jetzt alle rückwärts und machen dabei diese Bewegung. Alright, let's do it again. Okay. We can. Yeah, it's easier. What's going on with you? Was ist denn hier mit dir los? Come on, komm, wir versuchen das nochmal. Let's backwards, yeah? Yeah. I saw we clap. I saw we clap. Okay, not too bad. Ja, gar nicht mal so schlecht. So what is also, was sind eure Pläne für 2003? Wir werden unser drittes Album machen und hart arbeiten, damit es Ende des Jahres wirklich fertig ist. Working hard and obviously got to have a tour at the end of the year, so we're looking forward to that. The third album? Yeah. You have a name? Habt ihr denn schon einen Namen dafür? Nein, noch nicht. We've got some tracks, yeah. Habt ihr schon Songs dafür? Ja, wir haben schon 15 Stück oder so. Hey, was hast du denn damit? Das sieht cool aus. Richtig süß. It's cute. Alright, so I'll leave it like that. 4 tracks, sorry. 15 Tracks schon. About 15 tracks already for the third album. So what kind of stuff? Was genau sind denn das für Songs? It's very mature, yeah. It's mature. Also, die Songs sind wesentlich reifer als noch bei unserem ersten Album. Unsere Stimmen klingen erwachsener und der Sound ist einfach besser, ja. What are the songs about? Wovon handeln die Songs? Naja, wir wachsen ja immer mehr zusammen und werden als Gruppe auch erwachsener. Das heißt, wir haben also ein paar schnelle Stücke, ein paar Balladen und auch einige klassische Einflüsse. Ich glaube, das dritte Album wird das beste von allen, ja. Okay. Wow, jetzt werden die Leute aber viel von euch erwarten. Ja klar, erwartet das Unerwartete. So, hoffe ihr habt alle Spaß hier auf dem Eis. Fall bloß nicht hin. Ja, ich pass auf. Und wir sehen uns gleich mit Elton John wieder im Four Seasons Hotel und wir machen hier noch ein paar lustige Übungen auf dem Eis. Bis gleich. Alright, let's go!